Der Klimawandel hat ja eigentlich eine ganz simple Ursache. Wir Menschen stoßen zu viel CO2 in die Atmosphäre aus. Um also was gegen den Klimawandel zu tun, müssen wir so schnell wie möglich und so stark wie möglich unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Aber was, wenn das nicht reicht? Lasst uns mal anschauen, wie wir CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen könnten. Und ob das eine gute Idee wäre. Die Weltgemeinschaft hat sich mit dem Paris-Abkommen ja darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad Celsius, eigentlich besser auf 1,5, zu begrenzen. Und das bedeutet, eigentlich darf weltweit nur noch eine ganz kleine Restmenge an CO2 ausgestoßen werden. Wann davon aber wie viel ausgestoßen wird, also wie man sich das einteilt, da sind unterschiedliche Pfade denkbar. Wir haben gar keine richtige Zeit mehr, uns entlang von Pfaden und Wegen zu bewegen, die nicht sofort zu einer Reduktion führen. Denn wir kreuzen quasi schon so 2030 bis 2050 diese 1,5 Grad Marke. Dazu kommt, egal wie früh oder spät wir Klimaschutz ernst nehmen, all diese Szenarien gehen bereits davon aus, dass wir auf Dauer auch negative Emissionen brauchen werden. Also wenn CO2 nicht reingeht in die Atmosphäre, sondern raus. Es ist ganz, ganz klar, dass wenn wir den Klimawandel stabilisieren wollen, auf diesem 1,5-2 Grad Niveau, dass wir uns dann mit negativen Emissionen auseinandersetzen müssen. Und das ist kein ganz einfaches Thema. Denn wie immer im Leben gibt es auch bei Negativ-Emissionstechnologien Risiken und Nebenwirkungen. Und für uns als Gesellschaft auch eine schwierige moralische Entscheidung zu treffen. Aber erstmal, wovon sprechen wir hier eigentlich? Das sind unterschiedliche Lösungen, Ansätze, Maßnahmen, die wir einsetzen können, um dieses zu viel an Emissionen herauszuziehen und irgendwo zu speichern. Und dafür können wir zum Beispiel mit der Natur zusammenarbeiten. Denn Pflanzen nehmen bei der Photosynthese ja sowieso CO2 aus der Luft auf und wandeln es in Biomasse um. Nur wenn die Pflanzen dann irgendwann sterben und verrotten, dann wird das CO2 auf Dauer ja doch wieder frei. Meistens zumindest. Eine Ausnahme bilden dagegen Moore, die den Kohlenstoff langfristig im Boden einlagern. In Deutschland sind aber fast alle trockengelegt und nehmen darum kein CO2 mehr auf. Die könnten wir also wieder vernässen und ausbauen. Ähnlich binden auch Seegraswiesen und Mangrovenwälder CO2. In dem Fall spricht man von Blue Carbon. Und natürlich können wir auch Wälder aufforsten, denn die wachsen ja erstmal sehr lange und nehmen währenddessen mehr CO2 auf, als sie abgeben. Bei den naturbasierten Lösungen wissen wir, wie es funktioniert, und die sind schon im Prinzip da. Man muss es jetzt nur noch machen. Da ist nicht mehr große Entwicklungsarbeit nötig. Naturbasierte Ansätze führen allerdings nur dann wirklich zu negativen Emissionen, wenn die Ökosysteme dafür erweitert oder neu geschaffen werden. Ökosysteme, die es schon gibt, die zählen natürlich nicht so richtig, denn die speichern ja auch heute schon CO2. Oder auch bei den Wäldern muss man da ganz gut aufpassen zu sagen, das sind natürliche Wälder, die wir irgendwie wachsen lassen. Das ist eine natürliche Senke, das können wir uns nicht anrechnen. Auch das Meer nimmt eine Menge CO2 auf. Und weil kleinste Algen darin es zur Photosynthese nutzen, gibt es auch die Überlegung, die Meere gezielt mit bestimmten Nährstoffen zu düngen, um dieses Algenwachstum anzuregen. Die Idee dahinter ist, dass der Kohlenstoff dann irgendwann mit den abgestorbenen Algen auf den Meeresgrund sedimentiert. Oder man erhöht den pH-Wert des Meerwassers, wodurch es mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Das sind natürlich Verfahren, die enorme Auswirkungen auf so ein komplexes Ökosystem wie die Meere haben, einfach weil sie viele Prozesse darin in der Breite stark beeinflussen. Aber auch an Land gibt es natürlich noch Möglichkeiten. Kalkstein zum Beispiel reagiert ganz natürlich mit CO2 aus der Luft und bindet es so an sich. Und dieser Verwitterungsprozess kann künstlich beschleunigt werden, indem wir das Gestein zermahlen. Denn je mehr Oberfläche der Stein hat, desto mehr CO2 kann daran reagieren und so aus der Luft entfernt werden. Und dann gibt's natürlich auch den ganz direkten Weg. CO2 lässt sich auch aus der Luft rausfiltern und über chemische Reaktionen abtrennen. Das nennt sich Direct Air Capture. Und daraufhin kann es dann auf verschiedenste Art gespeichert oder genutzt werden. Direct Air Capture hat eigentlich den Vorteil, dass es relativ einfach ist. Von daher glaube ich, das kann man gut skalieren. Und deswegen glaube ich, dass das ein großes Potenzial hat. Wobei man die absoluten Zahlen anschauen muss. Und dann sieht man, was damit verbunden ist an
Kostenaufwand, an Energieaufwand und Platzaufwand, dann wird schon klar, dass das trotz allem eine große Anstrengung ist. Der Energiebedarf ist hier tatsächlich sehr hoch, wie übrigens auch bei der beschleunigten Gesteinsverwitterung. Effizienter ist da die Kombination von Technik und Natur. Wenn man Energiepflanzen in Kraftwerken und Biogasanlagen einsetzt, kann man dort das CO2 sehr effizient wieder abfangen. So kann man die Energie nutzen und dabei der Atmosphäre CO2 entziehen. Der Nachteil ist natürlich, dass für Bioenergie viel Fläche in Anspruch genommen wird. Dabei wird die ja auch für andere Zwecke gebraucht, sodass es da zu Konkurrenz und zu Interessenskonflikten kommen kann. Und diese Abwägung von Stärken und Schwächen, von Chancen und Risiken, die zieht sich durch all diese Ansätze hindurch. Beispielsweise mit Blick darauf, wie sicher die auf lange Sicht sind. Und zwar nicht nur die technischen Lösungen, auch die naturbasierten. Wenn ich mir überlegen muss, was in den letzten 500 Jahren an Geschichte passiert ist, wie sich auch die Landschaft verändert hat, wie sich die Gesellschaft verändert hat, ist natürlich die Frage, wenn ich heute aufforste oder in sonst irgendwo in der Biosphäre das CO2 speichere, was macht die nächste Generation und die übernächste Generation? Ja, wird es dann noch so sicher dort gespeichert sein? Das ist eben gerade der Vorteil in meinem Gebiet, also der Karbonisierung. Das heißt, wir wandeln das CO2 gemeinsam mit Calcium oder Magnesium wieder in Gestein um. Und das ist natürlich ein Prozess, der über Millionen von Jahren sicher ist. Aber auch gasförmiges CO2 kann unterirdisch gespeichert werden. Beispielsweise in alten Gaslagerstätten, die ja auch Erdgas über Millionen von Jahren gehalten haben. Coolerweise ist, je länger dieses CO2 eingelagert ist, desto stabiler ist das im Untergrund. Also die Sicherheit dieser CO2-Speicherstätten, geologischen Speicherstätten, nimmt mit der Zeit zu. Aber trotzdem kann natürlich nie zu 100% ausgeschlossen werden, dass auf Dauer wieder ein bisschen CO2 frei wird. Das ist nicht risikolos und darüber muss man sich ganz klar werden. Aber es ist eine Technik, die beherrschbar ist, die beherrscht wird. Und rund um Deutschland wird das auch überall gemacht. Es wird also bereits heute CO2 unterirdisch eingelagert. Aber was, wenn wir es nicht einfach nur wegspeichern würden, sondern vielleicht sogar noch was damit machen könnten? Es gibt nämlich auch Überlegungen, den Kohlenstoff aus dem CO2 zu nutzen. Denn den brauchen wir auch in vielen Materialien. Beispielsweise in Kunststoffen, in Baustoffen oder als Grundstoff in der Chemie oder für Medikamente. Das Nutzen von CO2 ist natürlich ein ganz neuer Themenbereich, der im Prinzip jetzt erst in die Erforschung hineingeht. Also wie kann ich CO2 so verändern und in die Nutzung bringen, dass es dann in diese Kreisläufe hineinkommt und somit aus der Atmosphäre weg ist? Wichtig ist natürlich, dass die Energie dafür dann aus erneuerbaren Quellen stammt und dass diese neuen Materialien dann wirklich richtig im geschlossenen Kreislauf geführt werden. Würden sie am Ende verbrannt, dann wäre das CO2 ja doch wieder da, wo es herkam. Es gibt also im Großen und Ganzen viele sehr unterschiedliche Ansätze, die in Summe der Atmosphäre große Mengen CO2 entziehen könnten. Zu den offenen Fragen gehört natürlich das Verhältnis zur Emissionsvermeidung. Je mehr wir vermeiden, desto weniger müssen wir mit negativen Emissionstechnologien operieren. Für die 750 Millionen Tonnen, die wir aktuell in Deutschland so pro Jahr an CO2 ausstoßen, geht es also erstmal darum, so viel wie möglich gar nicht erst entstehen zu lassen. In unserem Szenario, wo wir versucht haben, so ambitioniert wie möglich heranzugehen, haben wir davon 90% reduziert bekommen. Das war schon eine Herkulesaufgabe, da kommen wir nicht drum rum. Und selbst diese restlichen 50 bis 70 Megatonnen CO2, die wir dann noch übrig hatten, war es schwierig zu kompensieren mit diesen Maßnahmen. Mit einer Mischung aus technischen und naturbasierten Ansätzen wäre es aber möglich, diese Restmenge noch auszugleichen. Betonung aber eben auf Restmenge. Ungünstig wäre, relativ schnell die Anstrengungen zur Erreichung der Emissionsvermeidungsziele aufzugeben oder zu schnell auf Negativ-Emissionstechnologien zu setzen, obwohl diese bisher technisch, wirtschaftlich, ökologisch noch nicht hinreichend sichere Alternativen darstellen. Negativ-Emissionen sind also nicht als Alternative zur Vermeidung zu sehen. Eine weitere wichtige Frage ist die ökologische Frage, welche Umwelt Beeinträchtigungen handeln wir uns ein. Denn Auswirkungen auf die Umwelt haben all diese Ansätze, auch wenn noch nicht immer klar ist, in welchem Ausmaß genau. Im Grunde ist das, wie so oft bei neuen Technologien, eine Abwägungssache. Und zwar auch im Verhältnis zu den Umweltauswirkungen durch den Klimawandel.
ist also was ganz Normales. Das ist nichts Neues für die Gesellschaft. Aber bei diesem Thema ist es halt jetzt, weil wir so spät gestartet sind, ist das eine riesen Herausforderung, weil es eine riesige Menge ist. Also die Menge von CO2, die wir so rum transportieren werden müssen, diese letzten 10%, ist ungefähr vergleichbar mit dem, was wir heute so an Erdgas in Deutschland rumpumpen. Zu klären ist also, mit welchen Ansätzen lassen sich der Atmosphäre diese Mengen CO2 entnehmen? Und zwar bei vertretbaren Nebenwirkungen. Also wir müssen eigentlich sofort aus diesen theoretischen Laborgedanken heraus und Pilot- und Demonstrationsprojekte durchführen, damit wir auch die Zeit noch haben, um auch mal eins, was nicht so gut funktioniert, dann auch zu beerdigen sozusagen, weil es vielleicht mit Risiken behaftet ist, weil die Akzeptanz dafür nicht herzustellen ist. Und dann gibt es eben noch dieses moralische Dilemma. Wenn es einmal üblich wird, der Atmosphäre gezielt wieder CO2 zu entnehmen, dann kann das ja auch als Vorwand genutzt werden, erstmal weiter auch fossile Energien einzusetzen. Zur Stromerzeugung, zum Heizen, zum Fliegen. Denn, so könnte man zumindest argumentieren, technisch gesehen lassen sich deren Emissionen ja auch auf diese Art kompensieren. Wodurch dann aber der Umstieg auf eine klimakompatible Lebensweise noch weiter verzögert würde, was es dann später umso schwieriger macht. Wie gehen wir denn damit um? Das ist eine total berechtigte Sorge. Die teilen, glaube ich, auch alle Menschen, die an diesen CO2-Emissionsmaßnahmen arbeiten. Es muss klar sein, dass das keine Entschuldigung für Verzögerung ist, sondern dass das nur hilft, und auch dann wird es ja knapp, das, was sich wirklich gar nicht vermeiden lässt. Und es gibt Emissionen, die lassen sich einfach nicht vermeiden. Und dafür brauchen wir dann diese Technologie. Es wäre also wichtig, irgendwie auszuschließen, dass diese Technologien missbraucht werden können, um klimaschädliches Verhalten sozusagen grün zu waschen. Die kommen nicht ins Spiel, damit wir jetzt noch zweimal nach Thailand fliegen können pro Jahr. Das ist nicht dafür gedacht. Wir kaufen uns oder wir wollen uns keine Zeit kaufen mit den negativen Emissionstechnologien, in dem Sinne, dass wir jetzt machen können, so wie wir das immer gemacht haben. Und darum ist zu diesem Thema viel Transparenz und Diskussion notwendig. Wie damit letztlich genau umgegangen werden sollte, ist gar nicht so leicht zu sagen, geht aber die ganze Gesellschaft an. Also das wird uns alle mehr oder weniger direkt betreffen. Lasst uns also mal drüber sprechen. Über die Techniken und deren Stärken und Schwächen, über moralische Fragen, darüber, wie wir das Ganze finanzieren wollen und auch Fragen der Generationengerechtigkeit. Also wie teilen wir beispielsweise die Kosten dafür und die Verantwortung auf lange Sicht auf? Wenn ihr dazu Gedanken oder Ideen habt, dann schreibt sie uns doch gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr euch für mehr interessiert, wir haben euch in der Videobeschreibung auch die Langversion der Gespräche aus diesem Beitrag verlinkt. Da gibt's also nochmal eine ganze Menge mehr Tiefe und weitere Infos direkt aus der Forschung.